Ja, so, dann haben wir wieder mal leider die Knife verpasst. Kriegen wir leider mal wieder ein bisschen spät die Infos, aber wir gehen mal direkt in Game. Tut mir auch leid an die, die jetzt Werbung kassieren. Sorry an die, die Werbung kassieren. Sorry an die, die Werbung kassieren. Sorry an die, die Werbung kassieren. So, dann gucken wir mal. Also, Musegi wird als T starten. Sind eigentlich schon B durch. Okay, das wird eine schnelle Runde. Ja. Also, 5er Runde für Nostalgie. Also, erste Runde Nostalgie. Ja, er hat ein bisschen Spaß gerade eben wieder im Chat. Achso, wenn Mod da ist, kann er bitte mal den einen Typen jetzt timeouten. Ich hatte genug Spaß gehabt. Also. Schauen wir mal. Also, es ist eine Very Games Eco. Ja. Jetzt beginnt wieder der Spaß hier auf Nuke. Mit den zwei Stockwerken. Außenkontrolle hat Nostalgie. Geht's auch Rampe lang? Ja, da kriegen sie kampflos tatsächlich eigentlich. Trotzdem natürlich gucken wir mal, was Apex dann gleich macht. Eigentlich muss Apex hier den Spot jetzt clearen. Von hinten. Ein bisschen Support. Ja, und Apex cleared. Apex cleared. Apex cleared easy. Ja, jetzt sind es nur noch zwei. Apex geht nochmal und Apex geht nochmal. Viermal, glaube ich, war das echt ins Gesicht gedrückt. Ja, damit 2-0. Schöne Einzelaktion hier von Apex mit den Shots. Aber natürlich, es war nur eine Anti-Eco. Team-Attack erstmal. Und Schneider an Overdrive. Glücks-Attack. Genau dasselbe nochmal. Diesmal abwechselnd mit Direktabgang. Da könnt ihr gleich auf den Gegner treffen. Na? Und dann wieder Death. Das ist auch Apex außen gefallen. Es geht aber einfach mal Arnold drauf. Moskau hat noch eine relativ gute Pose, aber. Soll zu lange. Kali jetzt fallen, aber trotzdem die Runde müsste eigentlich in Overdrive und aus der Gesende gehen. So, aber damit noch eine gute Anti-Eco hier gehabt. Eine gute Eco hier gehabt für Minays. Kali direkt AWP. Schauen wir mal. Falls einer, bevor einer hier fragt, ist nachher vorhin gegen diesen einen Twitch-Chat war natürlich Getrolle. Das müsste angehört, als wäre da einer von, dem neuen Sponsor in CSGO. Wenn wir uns die Kundschaft weglocken. So, First Track. Gegen die AWP wieder. Da muss ich schon wirklich sagen, auch wenn Kali immer noch eine sehr starke AWP jetzt gerade spielt und viele Frags macht. Die haben den Ace wirklich sehr gut im Griff. Und das könnte eigentlich auch die erste Equipped hier werden für den Ace direkt. Ja, 3T-Runden natürlich schon mal sehr hilfreich hier auf Nuke. Schneider macht noch einen. Pimprechen der jetzt mit einem rechts. Ah, den glaube ich steppen gehört. Aber weg macht er nicht.
Ah, gut rumgezogen von den beiden, von Stoss und Blends. Damit, ja, haben wir also die Equip für Minace. Eine Runde kann aber Nostalgie noch kaufen. Direkt wieder außen mal ein bisschen Gas gegeben, diesmal mit mehreren. Apex, der gleich Cats Becken. Oh, das ist keine gute Position, um gegen Apex zu aimen. Da ist er wirklich sehr, sehr stark. Ja, und so, beide außen jetzt hier. Kali fällt jetzt auch noch außen. Sehr gute Runde bisher hier von Saw. Holt noch einen. Aber das läuft im Moment jetzt gerade nicht ganz so gut. Es wird gleich eine Eco geben dann von Nostalgie. Wir werden kein Geld haben. Ach ja, und ich muss noch eigentlich Bescheid geben, dass wir die Szene mit Pimp noch haben. Auf das 2. Wir müssen ja. Mit Glück kriegen wir da vielleicht eine Demo oder so. Haben es jetzt alle? Oh, das war nicht gut. Das hat wehgetan. Wow! Nettes Gesicht von Apex da. Den nächsten. Aber es ist wieder ein 1-on-X. Diesmal ist es Schneider. Auf 10 Schuss, 3 Gegner. Die Bombe ist Bowdown außen, da wird auf jeden Fall nur die Waffe saven können. Bei ihm. Ja, aber wir wollen Schneider mit. Also, wieder equipped jetzt für Nostalgie. Aber es steht 3-3. No, und jetzt außen machen wir nächstes Mal ein bisschen aggressiver. Schicken da Saw vor. Und leider habe ich im Moment die doppelten Läufer. Ich weiß aber nicht, wer es ist. Anscheinend Apex und Kali. Kali kriegt zwar den Refrag hin, aber Schneider macht jetzt doch seinen Frag. So, 4 und 3. Da steht Lenz einfach mal ganz, ganz kackreist und holt halt alle drei. Eieiei.
Ja, das war schön dreist gemacht von Blends. Und da wir hier gerade einen lustigen im Chat haben, muss ich mal ganz kurz Pause machen. So. Und weiter geht's. Auch ohne Snickers. So, mit dem First Flag außen. So, und aus Q ist es, ja. Macht jetzt auch 3 Kills und das sind halt wirklich Standard-Posis. Gut, aber auch von ihm abgewartet, muss man sagen. Moment, er ist jetzt mit 5 Runden in Folge. Da muss ich auf jeden Fall was überlegen. Sehr sah es eigentlich außen gar nicht schlecht aus, Rampe auch nicht. Problem war bisher wirklich einfach dann auf irgendeinen Spot gut zu gelangen. Schöner Flag von Kali. Blends mit dem ersten. Boah, und Kali hat da unten alle Hände voll zu tun, kommt hoch, sieht einen Cat und knallt den auch noch ab. 4 gegen 3 Situationen, aber wieder. Und diesmal ist der A-Spot eingenommen. War echt nur der B-Spot, der eingenommen wurde. Also, sie kam ja über den Schacht da. Ja, wären sie vielleicht ein bisschen geduldig oben gewesen. Oh, da steht jetzt Close. Oh, Osku, sehr gut gespielt gerade von Minace. Oh, wahrscheinlich, ja, wenn jetzt dann... also 3 TE-Runden sind schon jetzt ganz in Ordnung aus Sicht von Nostalgie, weil sie halt wirklich halt als CT dann nicht mehr so übertrieben viel kommunizieren müssen. Oder beziehungsweise werden dann nicht so schnell dafür bestraft, wie zum Beispiel auf Mirage. Aber... ja, also ein paar Runden sollten natürlich schon hinzukommen. Am besten halt auf 6 TE-Runden arbeiten. Wenn sie aus den letzten 5 aber noch 3 erholen, das wäre schon eine starke Leistung dann. Kali wieder mit AWP, die hat er ja gesaved damit. Auch beim Rest einigermaßen noch was gekauft. Runde 10, also nochmal ja, eine ziemlich offene. Wir sehen einmal einen Autotacker. Und ich stehe ganz, ganz def jetzt gegen. Gegen Silo. Außen wird wieder vorgegast von Nostalgie. Da ist die Frage jetzt, was der Autosniper tun wird. Boah, Apex gibt ihn direkt ins Gesicht. Starker Shot von ihm. Jetzt kommt Cat auch langsam raus, nicht gesehen. Und richtig auch gut auch wieder gemacht. Und Sire ist direkt Def gegangen. Rampe wieder eingenommen. Rampe lässt auch Menace konsequent frei in solchen Fällen. Schon eher Public-Style-mäßig, aber halt natürlich. Nostalgie, kein eingespieltes Team. Es ist auf Nuke auch schwer, die ganzen Calls hier zu geben. Skali hat noch einen Frag hier mit der Arme gemacht, 3 on 2. Aber Blends und Osko haben beide Full HP. Bombe gelegt. Osko kommt über Anti. Und, boah, Blends ist schon draußen. Das ging aber einfach. Aber das dauert schon sehr lange. Osko jetzt mal mit einem. Er hat einen Deathkit, ja, aber eigentlich, also auch darf da nichts passieren. Ja, und Overdrive einmal
mit einer Potato. So. Und damit ist schon Runde Nummer 4 da. Wie gesagt, jede Runde hier als Tee könnte ganz nützlich sein, weil sie als CT vermutlich um einiges besser stehen werden. Dann kann Menace schwerer solche Stack-Goes durchspielen, wie es zum Beispiel auf Mirage der Fall war. Kali mit einem Break direkt außen wieder. Diesmal keine AWP. Hat dann rechtzeitig bekommen und kein Geld. Oh, und da wurde Anti-Obencat auch nicht angesagt. Rails. Oh, die Ei sitzt dafür umso besser. Also direkt als Folge nochmal gleich wahrscheinlich eine Sparrunde für Nostalgie. Schneide auch mit einem. 2 und 3. Der kennt auch noch ein bisschen Kontakt, aber Cat ist jetzt gut beraten, da überhaupt nicht mehr zu facen. Absolut sinnlos. Halle. Ist damit meiner Meinung nach auch der absolut schlechteste Go. In dieser Sekunde, um ihn zu wählen. Haben Osco macht am Ende 2, 7 zu 4. GT ist broke. Und damit vermutlich Runde Nummer 8 schon. Sogar ein Headshot von Schneider. Ja, die HE saß gut und Osku wieder sehr stark, wie er hier die Halle gerade hält. Boah! Ist zwar eine Eco, aber ja. Das hilft auf jeden Fall für die T-Seite. Gibt nochmal ein schönes Gesicht von Schneider. Mal schauen, er könnte, wenn er will, die Waffe saven, aber er hat eine Minute, die er wieder kaum durchbringen, wird wahrscheinlich wieder nochmal auf Frag gehen müssen. So, er gibt nochmal ein schönes Gesicht. 8-4, damit Halbzeitführung schon mal sicher für Menace. Und jetzt nochmal eine Kaufenrunde. Dann vermutlich dann vermutlich noch eine Sparrunde. Falls sie die verlieren sollten. So, holt ja Apex draußen. Das läuft im Moment überhaupt nicht gut, das Aiming bei Nostalgie. Ist eigentlich ziemlich komisch, weil sie halt wirklich sehr starke Aimer haben. So, aber es geht Abgang runter. 5 gegen 4. Wer ist da noch in Overdrive abgestellt? Boah, Kali kriegt noch einen. Aber das ist ein bisschen optimistisch gewesen. Und vor und Pimp hat kaum Equip, jetzt kriegt er noch eine zweite Flash. Overdrive kriegt oben einen, aber Pimp unten nicht und damit ist die Runde eigentlich auch gegessen. 30 Sekunden. Overdrive muss eigentlich was machen. Springen ist da nicht so gut. 9 zu 4. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus für Menace. Ja, mal schauen, ob wir nochmal irgendeinen schnellen Go irgendwo hinsehen werden. Sehr gut.
5 gegen 4 jetzt noch, aber... Aber das passiert einfach zu häufig, dass es dann 1 und X ist. Jetzt ist es sehr schwer für die... für den jeweiligen Spieler einfach das zu holen. Oh, 30 Sekunden noch. Keine Smoke. Und damit ist Schluss. 14. Runde geht also an Menace, damit 10 zu 4. Und jetzt nur noch eine Runde. Und die braucht eigentlich Nostalgie ziemlich dringend. So, Nostalgie konnte das vielleicht ihr Vorteil jetzt. Sie konnten ja gestern schon mal Nuke spielen gegen Alternate. Haben sie vielleicht eine einigermaßen gute CT-Aufstellung gefunden, die sie jetzt durchführen wollen? Ah, okay, der Team Attack, aber die Finn drücken jetzt schon sehr, sehr gut. Oh, Kali noch mit einem Frag außen. Aber innen steht, Bombe muss halt erstmal rein. Kali hat ja auch die Bombe, ist allein da außen am Rumturnen. Nicht ungefährlich. Jetzt kommt er nochmal, wollen sie Rampe gehen, haben noch 45 Sekunden. Das wird so ein bisschen knapp vom Timing her. Und dann müssen sie halt B gehen, haben 4 Gegner. Bin ich zum Beispiel persönlich auch nicht so der Fan davon. Dann gegen 4 Gegner. Ja. Da. Runter zu gehen und es sieht so aus, als würde der Overdrive gerade ein bisschen gefaked haben und gleich wird sie jetzt hier unten rausgehen, geht unten raus. Das ist sehr viel besser. Einer noch Main. Und Pimpert nur noch 5 HP. Und Overdrive. Beide haben zusammen jetzt zusammen 11 HP gegen 100. Bombe wird oben gelegt. Das wäre eine sehr wichtige Runde. Wie gesagt, das wäre eine absolut elementare Runde hier. Dann können sie sich als CT halt wieder einen Fehler mehr erlauben. Schacht schon mal safe. So. Und das müsste ihre Runde werden. Potato kommt. Ja, aber die kommt doch zurück. Die kommt doch zurück, was? Oh! Und ich schaff's! Oh lol! Oh lol! Mit der HE, ey. Oh, das war richtig gut gemacht. Mit der HE. Oh, war das gut gemacht. Mit der HE. Low HP. Und wirklich ja eh einfach den Potato reingeschmissen. Einfach durchgedrückt und es hat gereicht. 11 zu 4. Damit der Halbzeitstand. Und das. Wenn jetzt eine Pistole kommt, das wäre halt. Kali jetzt, oh, holt noch einen und kann den zweiten auch ansagen. Oh, nette Shots hier von Kali. Also die Pistole hat schon mal Nostalgie safe. L5. Nostalgie jetzt, Comeback, Fragezeichen. Ja, damit keine Bombe gelegt. Das könnte also ein 11 zu 7 schon bald sein. Schneider mit einem. Bombe kann wohl gelegt werden. Das ist eine ganz wichtige... Nee, kann nicht gelegt werden. Das wäre eine ganz, ganz wichtige Bombe gewesen. Hätten sie sich eine Eco gespart.
ging nicht auf. Entweder also Menace kauft jetzt nichts. Oder ja, sie müssten dann so einen richtigen Low-Buy machen. Das machen sie nicht. Richtige Entscheidung. Und damit haben wir vermutlich gleich ein 11-7. Und das war, ja, wie gesagt, Nostalgie. Brauche einfach diese ersten 10 Runden. Kali First Break Outside. Aber es wird wahrscheinlich ein Stack Go dahin gehen, wo Overdrive steht. Hier sitzt noch ganz gut. Gibt aber wohl schon Support, ja. Von Apex. Von Apex holt sich einfach mal beide. Wird gesnackt. Overdrive auch mit einem Frag. Jetzt Osiris. Flawless Round. Letzte Runde ersten Halbzeit. Ich würde einfach sagen, es war saugut gespielt von wem auch immer das war. Und es war jetzt nicht so schwer. Hat einfach eine HE reingeschmissen. Normalerweise stellst du dich halt nicht rein, weil du dann halt gerne gebankt wirst. Also das Problem ist, wenn halt beide im Döner sind und der bankt halt den ersten nicht Glück, ist es halt eine One-on-One-Situation mit einer 50%igen Chance. Wenn er halt nur einen bankt, dann kann Pimpel immer noch nachgehen im Döner, in Pommes. Und somit, ja, hätte Türraum gehen können, aber ist halt immer so eine Sache. Also es war einfach... Es ist gut ausgegangen, die HE ging auf, konnte Dish diffusen, so war das halt. Normalerweise war halt geplant, Overdrive soll den Diffuse unterbrechen. Und da der Fuse beim Death nicht unterbrochen wurde, halt hatte Pimp zu lange gebraucht. Ja, und jetzt, also, Equipped Round, das wäre natürlich wieder richtig gut für Nostalgie, wenn sie hier diese Equipped Round auch nehmen. Und dann die nächste Eco holen würden. Das wäre dann halt ein 5-0 und damit, ja, ein 11-9 und dann wäre alles wieder offen. Außen jetzt wird ein B-Split auf jeden Fall geben. Fragt sich nur, Rampe kommt durch, Fragezeichen, Exit kommt durch. So, Rampe kommt so ein bisschen wohl durch. Overdrive konnte aber einen Frag machen. Das ist schon gut für Overdrive. Schneider, Apex, auch jeweils erfolgreich. Na, und jetzt sind sie ein bisschen gierig geworden. Hier, der G-Spieler. Kali konnte noch den Onspot-Spieler kriegen und er weiß, dass der letzte Close steht. Boah! Und den holt er auch. Also es ist halt echt, das ist so eine Augenweide, ihm halt mit der Aave zuzuschauen. Der benutzt halt die Aave mit so einem Quickscope, der halt, er ging ja einige Zeit nicht, der geht ja jetzt zum Glück wieder. So ein schneller Scope, wie er es gerade eben gemacht hat. Das war eine absolute Frechheit von Valve, als sie den Quickscope rausgenommen haben. Aber das ist die extrem wichtige Runde. Aber Bombe wurde gelegt. Also wird die Runde noch wichtiger. Wichtig war Menace da die Bombe gelegt zu haben. Wenn sie am Ende die Runde dann nicht gewinnen konnten. Also gleich in die... Vielleicht gibt es in die Late Pommes Go. Sind alle hier direkt Vorraum. Soll es wirklich B drauf gehen? Das sieht jetzt nicht danach aus, als würden sie da B wollen. Kali holt einen. Ja, das ist ein sau blöder Go. Sorry. Der eine wollte da B reingehen. Warte, vielleicht wollte er Rampe ablenken, aber halt. Naja. Also. Da sollte man halt schon zumindest wissen, ob da jemand Rampe ist oder wie viele da sind. Zumindest mal Rampe angespielt haben. Aber da stirbt jetzt, kann aber zumindest den Spieler ansagen. Dafür ist Overdrive immerhin gut. Muss man sagen. Sehr guter Scouter. Ha ha ha!
Maus baut da auf, wo Virtus saß. Und die müssen woanders hin. Blömmel. Okay, läuft bei denen. 11-9. Also, Nostalgie wird nicht, wird so sein. Haben wir einigermaßen gute Aufstellung als City gefunden. Und die, ja, wollen sie jetzt einfach nur ausnutzen. So, Overdrive wird jetzt hier sterben. Keinen machen. Apex mit. Schießt noch zwei Leute low. Und macht aber keinen Frag. 4 gegen 3 zum Schneider, steht aber schon hinten. Kali noch mit einem. Mit zweien. So, Xtus hat auch noch low AP. Kali wartet einfach außerhalb. Eine Flash haben beide die Spieler noch. Also sie könnten sich herausflashen. Smoke ist auch noch da. Es wäre halt extrem hilfreich für sie, die Arve rauszunehmen und viel Geld zu ziehen. In der Hoffnung, dass einfach mal dann die Arve nicht mehr kaufbar wird. Übrigens hat CSGO Launch letztens 100 neue Bots gekauft. Habe ich Confirmation bekommen. Auch für heute ist es wahrscheinlich noch ein bisschen zu viel. Einfach wegen dem Ansturm. Schneider direkt ins Gesicht. Ich meine, Server stellt keine Bots. Schneider, zwei Frags. Was erzähl ich mit Bots? Naja. Aber es gab ein paar neue Bots. Ein paar neue Server. Und wir haben ein 11 zu 10. Jetzt aber vollen Loser-Bonus schon seit einiger Zeit. Aber keine gelegte Bombe für Menace. Die haben aber durch der vorher gelegten Bombe noch ein bisschen Geld übrig. Und der Eco. Go scheint zu funktionieren. Oskus noch hinten als Backstabber unterwegs. Ja, Apex ist auch noch da, aber. Bleibt ein bisschen auf. Und die Bombe gelegt werden können. Die wäre halt extrem wichtig für das Equipment. Und sie wird gelegt. Oskus jetzt hinten low HP. Irgendwas muss jetzt langsam gepusht werden. Ja, und das wird's. Richtung Exit. Toxic stirbt jetzt auch. Oh ne, schon vor. Antitoxic. 11-11. Ja, zum Thema CSGO Launch. Ich gebe euch mal einen Tipp. Wenn ihr nichts bezahlt, habt ihr auch nichts zu erwarten. Das ist meine Meinung danach. Wenn sie, ich habe noch nie da was gewettet. Ich werde auch nie was wetten. Aber wenn ihr was bekommt, was euch nichts kostet, dann erwartet auch nichts. Das ist mein Tipp für euch alle im Leben. Es wird euch im Leben nichts geschenkt. Es macht keiner für euch was, weil er denkt, dass ihr das verdient habt, sondern er möchte Geld damit machen. Das ist mein Tipp mal an die Leute, die immer wegen CSGO Launch meckern. Und ich bin kein Freund von CSGO Launch, das möchte ich hier nochmal eindeutig betonen. Als Streamer vor allem nicht. Aber wer halt darüber rummeckert, dass die Bots nicht funktionieren, soll halt mal anbieten. Jungs, macht's mal so, ich gebe euch 5 Euro im Monat und dann darf ich traden. So, kommen wir zum Spiel zurück. Außenkontrolle jetzt für Menace. Das Problem ist halt, dann könnten sie unter Umständen in... Ah, Kali laufen sie nicht rein. Und First Strike für Menace. Ja, Kali fällt. Geht wohl nicht auf, ja. Eigentlich gut geplant. Aber dann hat es einfach vom Damage her nicht gereicht.
20 Sekunden. Naja, ich habe vorhin schon gesagt, dass eine Runde nicht aufgehen kann. Und dann wurde die Bombe defused in der letzten Runde. Ja, damit Führung für Nostalgie noch keine einzige Runde. Die hier Menace auf der T-Seite einholen konnte. Und wir sehen jetzt auch vom Damage her. Also es sind keine knappen Runden. Es sind eindeutige Runden, die einfach, ja, einfach wegbomben. Von daher wird das vermutlich auch Nostalgie für sich entscheiden. Wie gesagt, das ist so eine Sache dann, die man vielleicht hätte erwarten können. Aber wichtig war natürlich dann auch die gewonnene T-Pistol, die hat ihn einiges an Runden gegeben. Dann doch noch. Netter AE hier von Overdrive Midshot. Overdrive kriegt ein bisschen was ab. Aber trotzdem noch 5 on 5. Die Zeit geht langsam runter. Jetzt soll es wohl Halle rausgehen. Da steht Schneider. Die gehen einfach so wunderbar sparsam mit ihrer Muni um. Schneider kriegt sogar noch einen. Jetzt ist ja Osiris alleine. Gegen 3. Und noch einen und dann Kali. Safe. 13-11. Und ja. Keine Anzeichen von Schwäche auf der CT-Seite von Nostalgie. Also das wird vermutlich ein Wunder. So, und was machen wir diesmal? Einfach mal schnell drauf. Nein. Das ist im Moment wirklich eine kleine Zwickmühle eigentlich. Menace versucht halt wirklich alles, aber sie werden halt dann einfach von irgendeinem der Spieler gnadenlos umgedrückt. Irgendeinem, außer Overdrive natürlich. Aber das reicht dann halt, wenn es 4 andere machen. Ja, Apex macht es auch gut, wartet lange und holt beide. Bombe down, Schlauch. 40 Sekunden noch auf der Uhr. Kein einziger Spot safe, keine Info über A. Rampe jetzt frei, das ist, hilft überhaupt nichts für Menace in dem Fall. Ah? Gab's unten jetzt einen Frag gegen Apex. Und wo geht die Bombe hin? Support kann halt nur oben sein. Nett gemacht von Schneider. Bombe wird auf jeden Fall aber jetzt unten gelegt. Da ist aber Schneider halt auch schon sehr, sehr schnell. Aber sie denken, dass die Bombe oben ist wohl. Jetzt merken sie erst, dass die Bombe unten ist. Aber beide rennen da jetzt drauf. Wie die Verrückten wahrscheinlich. Na, hintereinander. So, holt ein. Und Schneider holt er auch noch. Na, das war nicht sehr klug gelöst von ihnen. Aber gut, das ist halt auch vielleicht so ein kleines Kommunikationsproblem. Einfach zu sagen, 3, 2, 1, go. Und dann geht der eine vor, der andere nach. Ich weiß auch nicht, ob sie noch viel Equipment haben. Habe ich leider nicht genau hingeschaut. Kann mal kurz schauen, auf der... Ja, den kann ich ja leider auch nicht sehen, was er noch war. Tja. Kann auch sein, dass ich mir Nace dauernd falsch ausspreche. Kann auch Menace heißen. Man Ace. Kann alles sein. Mal wieder.
Alleine, ja, nicht ganz alleine. Immer so ein Babysitter ist dabei. Diesmal ist es Apex, der so ein bisschen dann hinschaut. Vielleicht würde auch Overdrive die M4 Silence besser tun, habe ich das Gefühl. Kali außen mit einem, kann auch noch einen zweiten ansagen. Maximal drei Leute also hier und die sind alle beim Vorraum. Jetzt geht's raus. Na, schauen wir mal. Kali holt noch einen außen. Ist er noch dabei? Pim. Ja, und die räumen halt vollkommen auf. Und Blends, ja, wird auch von Pim einfach geholt. Tja, 14-12, damit eine Spar jetzt auf jeden Fall für Menace, aber sie werden... Sie werden tatsächlich ein bisschen was kaufen. Ja, aber nicht auf Draw spielen, in Anführungsstrichen. Erstmal alles weiß, da fliegt einer, da läuft einer. Sehr gut. Und der Rest geht tatsächlich Rampe lang. So, raise your overdrive. Aber macht keinen. Apex pusht aber nach und auch Sawfeld 15-12, 3 Matchrunden jetzt für Nostalgie. Und mein Stream geht vermutlich bis 12 Uhr so. GLHF, Dankeschön. So, jetzt nochmal ein bisschen was hier mit CZ geholt. Geht's los? Wo ist Overdrive? Da ist Overdrive. Und er holt noch ein paar. Ne, er geht sogar ganz def. Was ein braver Teammate, der war jetzt mal. Kann er einsehen, holt die Bombe. Und holt noch einen zweiten. Nein, holt keinen zweiten. Okay, läuft bei ihm. Kali fällt jetzt auch noch. Aber one on two. Kevlar-Helm hat er. Bombe auch im Gepäck. Schneider steht unten. Zehn Sekunden noch auf der Uhr. Was ist da los? Und Pimp macht den Frick. Ja, damit 16-12. Also, Nostalgie im Halbfinale. Treten gegen... nicht gegen Games.